Vor den schweren Folgen, vor allem für die Entwicklungsländer, sollten die CO2-Emissionen nicht sofort sinken. Über 2000 Menschen ums Leben, Tausende wurden obdachlos. Der Klimawandel hat mittlerweile auch Deutschland erreicht. Was erwartet uns in den kommenden Jahren? Wer trägt die Verantwortung dafür? Und was kann letztendlich jeder Einzelne von uns tun?